Hat der Luzerner Springreiter Paul Estermann seine Rosse bewusst mit Sporen und Peitschen verletzt, sodass sie richtig blutet haben? Ja, sagt das Bezirksgericht Willisau und verurteilt den 56-Jährigen damit wegen Tierquälerei. Der Paul Estermann ist heute vom Bezirksgericht Willisau zu einer bedingten Geldstrafe und einem Buss verurteilt worden. Ganz im Sinn vom Staatsanwalt. Ich habe das Urteil mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis genommen. Sowohl der Schuldbefund als auch die Straffolge entsprechen der Erwartungen, die die Staatsanwaltschaft hatte. Ich bin mir aber bewusst, dass das nur eine Zwischenstation wird sein, weil der Verteidiger hat ja, wie man mitteilt hat, bereits schon Berufung angemeldet. Und so wird man sich so gar nicht davon aus vor zweiter Instanz wiedersehen. Auf Anfrage von Tele 1 und Radio Pilatus hat die Verteidigung heute nichts mehr wollen vor der Kamera sagen. Die vorgeworfenen Vorfälle hat der Springreiter Paul Estermann vor Gericht abgestritten. Er soll sein Ross Castlefield Eclipse mit mehreren heftigen Peitschenschlägen zu besseren Leistungen gezwungen haben. So hat er seine Stute schwer am Bauch verletzt. Auch ein anderes Ross soll er geschlagen und damit ähnlich schwer verletzt haben. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, stellt sich die Frage, ob das auch Folgen hat für Paul Estermann im Reitsport. Die Maßnahmen sind also abhängig von dem Urteil der Sanktionskommission des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport. Und gemäß unserem Rechtspflegereglement gibt es also Sanktionen, die von einer Verwarnung als mildeste Sanktion bis zu Sperre oder Lizenzentzug gehen können, mit noch der Möglichkeit von einer Buße dazwischen. Das Urteil vom Bezirksgericht Willisau ist noch nicht rechtskräftig. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird es noch zu einer Verhandlung vor der nächsten Instanz, am Luzerner Kantonsgericht, kommen. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung.